Noch ist es sehr dunkel. Ija Maha, guten Tag. Ich bin Verwalter in einem Kakaolager in Ghana, Westafrika. Was bitte haben Kakao und Ghana mit Schweizer Schokolade zu tun? Und wie wird ein Alpenland zum Schoggiland? In den nächsten 20 Minuten erfahren Sie mehr. Also ganz von vorne. Die Kakaobohne stammt aus Mittel- und Südamerika. Kakawa heißt sie bei den alten Maya vor über 1000 Jahren. Sie und acht Azteken trinken den Kakao ungesüßt. Bitter. Echt bitter. Jedenfalls bringen die spanischen Seefahrer vor 600 Jahren die Bohnen nach Europa. Die Adligen lieben das Getränk, aber nur mit Zucker. Später pflanzt man Kakaobäume in allen tropischen Kolonien. Ja. Zum Gedeihen braucht der Kakaobaum Wärme, Schatten und Feuchtigkeit. Genau das findet ihr im Unterholz des tropischen Regenwaldes zwischen Bananenstauden, Kokospalmen und Mangopflanzen. Die Bohnen ihren Geschmack, ihr Aroma und ihre Farbe. Die Gärung ist deshalb ebenso wichtig wie die Kakaosorte und das spätere Rösten in der Schokoladenfabrik. Die kleinen Bauern bringen die Bohnen in Dübeln ins Dorf. Dort trocknen die Bohnen 1 bis 2 Wochen lang frei. Früher rollte man die getrockneten Kakaobohnen in Fässern über die Urwaldpfade zum Hafen. Heute transportiert man sie. Oh, Sie sind pünktlich wie eine Schweizer Uhr. Gut so. Zuverlässigkeit ist für mich als Einkäufer einer Schokoladenfabrik nämlich ganz wichtig. Die braucht es bei den weltweit vernetzten Transport- und Logistiksystemen. Sonst könnten wir hier in der Schweiz keine Schoki produzieren. Denn egal, ob wir Kakao importieren oder Schokolade exportieren, ohne Schiffe, ohne Eisenbahn, ohne Lastwagen würde nichts laufen. Gar nichts. Bei meinem Händler bestelle ich ausdrücklich Kakao aus Ghana. Bei ihm kann ich sicher sein, dass die Verwalter für gute Qualität sorgen und sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Huch! Oh, was ist das? Ihre Dienstleistungsunternehmen prägen die Schweizer Wirtschaft. Und doch braucht es die Schweizer Bauern für die Produktion hochwertiger Nahrungsmittel. Denn 2 der 3 wichtigsten Rohstoffe für Schweizer Schokolade stammen aus der Schweiz. Milch und Zucker. Im steilen Gelände der Alpen ist Ackerbau kaum möglich. Deshalb halten die Bauern dort Kühe und produzieren Milch. In Cannes geht die Milch auf Reisen. Transportseilbahn, im Kofferraum, auf dem Anhänger des Traktors, ihren Fahrrad. Von den Sammelstellen im Tal gelangt die Milch mit Tanklastwagen in die Fabrik. Dort wird die frische Milch zu Milchpulver verarbeitet, einem wesentlichen Bestandteil von Milchschokolade. Für die Schokoladenproduktion musste früher roher Zucker aus exotischen Ländern eingeführt werden. Heute pflanzt man dafür Zuckerrüben im Schweizer Flachland. Im Herbst bringen Traktoren und Güterzüge die Rüben zur Verarbeitung in die Zuckerfabrik. Die weißen Zuckerkristalle. An einem Ort schließlich werden Milch, Zucker und Kakao zum Qualitätsprodukt Schweizer Schokolade vereint. In der Schokoladenfabrik. Das ist jetzt ein anderer Ausgang, oder? Ja. Das war irgendwie total lustig. Selbst sowas hat noch nie gesehen. Das ist auch nicht gesehen.
Das fahren wir auch selbst. Das war ja cool. Guck mal, das sind gerade vier andere. Da sind sie. Schauen Sie, gerade werden die Güterwagen mit dem Kakao aus Amsterdam entladen. Dann, es beginnt meine Arbeit als Schokoladenmeisterin. Bon voyage. Ja, schlecht getimt. Ja, komisch. Lange Transportwege machen Kakao im 17. und 18. Jahrhundert für normale Bürger unerschwinglich teuer. Vom französischen Königshof erreicht Schokolade als Modegetränk die europäischen Adelshäuser. Wanderarbeiter bringen erstmals Essschokolade in die Schweiz. 1825 gründet François-Louis Cailler die erste Schokoladenmanufaktur der Schweiz. Die Industrialisierung mit ihren dampfgetriebenen Maschinen macht Schokolade erschwinglicher. 1826 entwickelt Philippe Suchard den Mélangeur, eine Maschine zum Vermischen von Zucker und Kakaopulver. Gezielt verkauft Suchard seine Produkte auch an ausländische Touristen und macht Schokolade so zum beliebten Andenken an eine Schweizer Reise. Daniel Peter versucht jahrelang Milch und Schokolade zu kombinieren. Erst mit Kondensmilch hatte er Erfolg. Verkauft ihn sein Patent und seine Fabrik an Rudolf Sprüngli. Daraus entsteht Lindt und Sprüngli, heute einer der weltweit führenden Schweizer Schokoladenhersteller. Und das Grangieren gehört längst zu jeder Schokoladenproduktion. Komponist der Kaumerfreuden. Mein persönlicher Favorit ist die dunkle Schokolade. Sie besteht vor allem aus Kakaomasse, Kakaobutter und etwas Zucker. Je höher der Kakaoanteil, desto kräftiger der Geschmack. Meine Frau hat lieber Milchschokolade. Für sie mische ich Milchpulver unter die dunkle Schokolade. Und ganz anders meine Töchter. Denen schmeckt weiße Schokolade am besten. In weißer Schokolade, das wissen die wenigsten, hat es gar keine Kakaomasse, sondern nur ein Extrakt der Kakaomasse. Fertige Schokolade muss bei konstant 14 Grad gelagert und transportiert werden. Da verlasse ich mich auf meine Kollegen von der Logistik. Sie organisieren die Transporte und überwachen weltweit die Temperaturen in den klimatisierten Kühlcontainern. Ich hole mir gleich noch mehr. Ach du Schande. Was ist denn jetzt los? Das ist einfach so eine Mischung zwischen... Was passiert hier? Irgendwas passiert hier gerade. Prüfstadt oder was? Keine Ahnung. Schokoladenporno. Das ist doch nicht so ernst. Deswegen ist auch echt der Bügel, damit du nicht aussteigst und die Schokolade da abhältst. Oh. Oh mein Gott. Oh, riech mal. Das ist nicht der Mikro. Die Krönung der Schokoladenkunst. Mundgerechte Kreationen in beinahe grenzenloser Vielfalt und verführerische Verpackung zaubern ein Lächeln in jedes Gesicht. Typisch für die kleinen Köstlichkeiten sind die edlen Füllungen wie Ganache oder Kaffee. Wer es lieber ein bisschen exotisch hat, wählt feurigen Chili, eine Prise Salz oder würzigen Pfeffer. Probieren Sie selbst. Oh mein Gott!